Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, letzte Woche habe ich euch meinen Putzplan vorgestellt. Den verlinke ich euch nochmal hier oder auch unten in der Infobox. Heute gibt es so eine Art Teil 2 dazu. Und zwar, wie ihr es schafft, dass euer Haus eigentlich immer ordentlich und sauber bleibt, ohne dass ihr ständig putzen müsst. Wir fangen direkt hier im Badezimmer an. Ich hoffe, das Video hilft euch ein bisschen und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir starten direkt mit dem Klassiker und zwar sind das natürlich die Wasserflecken, die jedes Mal, wenn wir uns zum Beispiel die Hände waschen, entstehen. Ich habe im Badezimmer direkt griffbereit mein kleines Mikrofasertuch, mit dem ich blitzschnell, das dauert 2-3 Sekunden, die Wasserflecken entferne nach dem Händewaschen. Genauso wichtig ist das natürlich dann auch in der Dusche, die Dusche abzuziehen nach dem Duschen, damit auch da keine Wasserflecken auf diesem Glas entstehen. Da habe ich diesen ganz praktischen Abzieher, den man auch direkt dort hängen lassen kann. Ja, und natürlich auch im Gästebad nach dem Händewaschen direkt einmal kurz mit dem Handtuch über die Flächen gehen und schon sind die Wasserflecken Geschichte. Ja, das sieht auch nicht besonders schön aus im Gästebad. Deswegen ist mein zweiter Tipp, Dinge zu gruppieren. Das heißt da, also die Sachen von meinem Mann, wo er sich da die Zähne putzt, packe ich eigentlich immer schön zusammen in dieses Glas, damit es zumindest ein bisschen ordentlicher aussieht. Hier ist noch ein zweites Beispiel. Meine ganzen Haarsachen, die auf der Fensterbank rumstehen, sehen auch ein bisschen ordentlicher aus, wenn ich sie gruppiert habe. Ja, und ganz wichtig ist natürlich das Spot Cleaning. Immer und überall habe ich extra dazu geschrieben, sobald man irgendwo einen Flecken sieht, den inneren Schweinehund überwinden, schnell irgendein Tüchlein holen und sei es nur ein angefeuchtetes Taschentuch und den Fleck oder den Krümel oder was auch immer es ist, wegmachen. Auf Dauer hilft das ungemein, um eben eine saubere Wohnung zu haben. Ja, und jeden Tag kommt es eigentlich häufiger vor, dass man sich Wasser aufkocht, zum Beispiel für einen Tee oder irgendetwas in der Mikrowelle erwärmt. Ja, und in der Zeit kann man natürlich fröhlich vor sich hin träumen und über den Tag nachdenken. Oder man nutzt die Wartezeit sinnvoll und versucht, so Kleinigkeiten zu erledigen, die in 2 Minuten zu machen sind. Beispielsweise habe ich da von diesem Abtropfgestell die Sachen einmal wieder in den Schrank geräumt. Oder ich putze einmal über die Flächen in der Küche, die vielleicht so ein bisschen fleckig waren. Oder ich kümmere mich schon mal um die Waschmaschine und lege beispielsweise die Wäsche von der Waschmaschine in den Trockner. Und all das habe ich erledigt, während ich eigentlich sonst nichts Sinnvolles zu tun gehabt hätte. Und der Gamechanger für einen ordentlichen Haushalt ist sicherlich auch die kleine Aufräumrunde abends und morgens. Ihr seht mich jetzt hier gerade abends, wie ich, wenn die Kinder im Bett sind, noch schnell die Spülmaschine anstelle und nochmal über die Flächen wische in der Küche. Hier mache ich auch nochmal das Spülbecken sauber und ich weiß, das Ganze, ja, bedeutet, ordentlich nochmal Motivation aufzubringen, wenn man sich doch lieber aufs Sofa setzen möchte. Aber stellt euch vor, ihr kommt morgens runter, freut euch auf euren Kaffee und dann hängt noch Spinat oder Zwiebeln im Spülbecken. Da hat doch kein Mensch Lust dann mehr auf seinen Kaffee. Vielleicht überlegt ihr euch das abends und habt einfach nochmal ein bisschen mehr Motivation, die Küche aufzuräumen. Das kommt ja auch immer drauf an, was anfällt. Vielleicht macht man nur das Spülbecken noch schnell sauber. Vielleicht staubsaugt man auch noch schnell, so wie ich das hier jetzt gleich noch gemacht habe. Ich habe an dem Abend jetzt aber nicht noch gewischt. Das war nicht nötig und da hatte ich auch keine Lust zu. Also das heißt, das kann man ja auch jeden Abend individuell gestalten, was noch nötig ist an Handgriffen. Hier habe ich noch schnell im Wohnzimmer sämtliche Bücher weggeräumt. Die haben mich noch gestört. Die lagen auf dem Wohnzimmertisch rum. Die Kinder hatten irgendwie so viel in den Büchern gestöbert. Ja, und für einen ruhigen Feierabend wollte ich die nicht mehr vor der Nase haben. Ja, die kleine Aufräumrunde morgens findet natürlich dann hauptsächlich in den Schlafzimmern statt. Ich versuche möglichst als erstes morgens schon die Fenster aufzureißen und wenn ich dann meine Aufräumrunde mache und die ganzen Betten mache, ist schon alles so ganz gut durchgelüftet. Ihr habt mich gerade in Freddys Zimmer gesehen, wie ich das Bett gemacht habe. In Elenas Zimmer wurde irgendwie morgens schon rumgespielt, da musste ich auch noch ein bisschen aufräumen, ihr Bettchen auch zurechtlegen, dass sie sich dann auch wohlfühlt, wenn man sie später zum Mittagsschläfchen legt. Ja, und natürlich auch in unserem Schlafzimmer habe ich dann das Bett gemacht. Das sind eigentlich so die Haupthandgriffe, die morgens so anfallen.
Ja, kommen wir noch kurz zum Thema Wäsche. Ich glaube, bei vielen Leuten ist das Problem, dass so lose Wäschestücke in den Zimmern rumfliegen und das sieht natürlich blitzschnell sehr unordentlich aus. Deswegen habe ich in jedem Zimmer, fast in jedem Zimmer, einen Wäschekorb stehen. In den Schlafzimmern von den Kindern, in unserem Schlafzimmer, über der Waschmaschine. Ich blende euch das mal ein. Da stehen auch zwei Körbchen, falls mal im Wohnzimmer oder in der Küche irgendwie Wäsche anfällt, kann ich das direkt da reinschmeißen. Und hier sind wir im Badezimmer, da stehen natürlich auch Wäschekörbe. Hier stehen sogar direkt zwei Wäschekörbe, das ist so eine individuelle Sache von uns, weil mein Mann relativ viel mit seinem Fahrrad rumfährt und da viel Sportwäsche anfällt. Und ich habe die früher immer mühselig hier aus dem allgemeinen Wäschekorb rausgesucht. Das hat mich total genervt. Die wird mit so einem besonderen Waschmittel gewaschen, deswegen musste ich das mal so ein bisschen separieren. Hatte ich keine Lust mehr zu, deswegen steht jetzt hier seit einigen Monaten ein zweiter Wäschekorb. Da könnte ich allerdings mal ein schöneres Modell anschaffen, aber das nur so nebenbei. Also ihr seht, man muss diese Sachen individuell an sich anpassen. Für uns funktioniert das System sehr gut. Wir haben nirgendwo lose Klamotten rumfliegen und ja, von daher mein Tipp an euch, so viele Wäschekörbe wie möglich aufstellen, dass lose Klamottenstücke ihre Heimat finden. Wenn dann doch mal lose Wäsche rumliegt oder die frische Wäsche aus dem Wäschekorb wieder in die Schränke geräumt werden möchte, habe ich da eigentlich überhaupt keine große Lust zu und versuche mir diese Tätigkeit irgendwie so angenehm wie möglich zu machen. Und angenehm finde ich es zum Beispiel, wenn Ordnung herrscht. Also wenn jedes Teil seinen Platz hat. Ich habe mir da vor ein paar Monaten diese Boxen angeschafft und meinen Kleiderschrank umsortiert. Das Video kann ich euch ja auch mal unten verlinken. Und es macht einfach mehr Spaß, da die Wäsche rein zu sortieren. Alles ist beschriftet, alles hat seinen festen Platz. Dann geht das Ganze auch viel schneller, als wenn man alles irgendwo in den Schrank reinstopft. Genauso ist das hier mit der Bettwäsche, die hatte ich gewaschen und musste weggeräumt werden. Auch die hat ihren Platz in diesen Körben, die ich übrigens bei IKEA gekauft habe, falls euch das interessiert. Und auch die Handtücher hatte ich damals wieder neu einsortiert, dass nicht alles stapelweise im Schrank rumfliegt, sondern alles ordentlich an seinen Platz kommt und auch gerne weggeräumt wird. Und vielleicht kennt ihr das auch, diese Ecken, wo sich immer Krempel ansammelt und Krempel zieht auch anderen Krempel an und dann sieht es irgendwann so aus. Was kann man dagegen tun? Am besten die Sachen nicht irgendwo zwischenlagern, sondern direkt an ihren Platz legen. Die Tücher nicht erst auf die Arbeitsfläche legen, sondern direkt in die Schublade räumen. Dann sammelt sich gar kein Krempel an, aber das ist leichter gesagt als getan. Also ich musste auch hart an mir arbeiten. Ja, und da seht ihr auch schon die nächste Baustelle, wenn sich nämlich Papiere, Briefe, Rechnungen, Kunstwerke der Kinder ansammeln. Wohin damit, damit sich nicht dieser Stapel bildet? Eigentlich habe ich da ein ganz gutes System und zwar dieses Hängeregister, was ich euch hier zeige. Das hatte ich euch in einem anderen Video auch schon mal gezeigt. Hier zeige ich es euch jetzt nochmal. Man muss die Papiere nicht lochen. Ich finde, das ist immer eine riesen Hemmschwelle, wenn man extra noch alles lochen muss, um es in irgendwelche Ordner zu heften. Hier habt ihr diese Mappen in diesem Hängeregister. Könnt ihr aufschlagen und das Papier reinlegen. Ich zeige euch das hier auch nochmal. Ihr müsst also die Papiere erstmal nur in Kategorien ordnen, dann in diese Hängeregister legen und das Ganze kann abgeheftet werden. Super praktisch, wie ich finde. So, was meine Putzerei total revolutioniert hat, das ist so mein bester Tipp, den ich euch noch am Schluss mitgeben kann, ist tatsächlich der Akkustaubsauger. Ihr glaubt gar nicht, wie lange früher irgendwelche Krümel bei uns liegen geblieben sind, weil ich keine Lust hatte, dieses Ungetüm von Staubsauger mit mir rumzuschleppen, das Kabel auszurollen, irgendwo einzustöpseln und dann mit dem langen Schlauch und diesem langen Rohr darum zu machen, schrecklich. Also da habe ich lieber die Krümel liegen lassen, was hier aber auf Dauer auch keine Alternative ist. Und dann habe ich überlegt, okay, so ein Akkustaubsauger mal schnell, um die Krümel wegzumachen. Das muss ja gar nicht so ein großer sein. Und da habe ich mir erstmal den hier zugelegt. Das ist auch ein Dyson, aber frag mich gar nicht, welcher das ist. Irgend so ein kleineres Modell war das noch, wie gesagt. Das war wirklich nur zum Krümel rund um den Tisch oder auf dem Tisch entfernen. Dann habe ich mir da irgendwann so ein längeres Rohr für gekauft mit so einem ganz kleinen Fuß und konnte dann auch schon so ein bisschen besser unter dem Tisch Staub saugen. Und irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, vor 4 Jahren, ich weiß genau, Freddy war noch ein kleines Baby, da habe ich mir dann hier meinen großen Dyson gekauft. Den habt ihr jetzt auch schon häufig in meinen Videos gesehen und ja, der muss mal dringend ausgeleert werden. Aber das ist so cool. Der steht hier immer irgendwo in der Küche bereit oder hier nebenan in der kleinen Waschküche. Den schnappe ich mir, wenn ich schnell saugen möchte und dann ist die Sache in 30 Sekunden erledigt. Auch schnell wieder weggestellt. Ich muss es nicht an Strom anschließen und nichts, außer natürlich, wenn er aufgeladen werden muss. Aber der zeigt auch an, wie lange er noch saugen kann. Das heißt, man weiß auch, okay, wenn man durchs Haus saugen möchte,
muss ich ihn vielleicht die Nacht vorher nochmal aufladen. Also super, super Teil. Es muss kein Dyson sein. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich, weil ich mir eben diesen Dyson damals angeschafft habe. Aber schaut doch einfach mal, wenn euch das Staubsaugen auch mal so stört mit dem klassischen Staubsauger, ob es nicht vielleicht einen Akkustaubsauger gibt in einem preislichen Segment, was besser passt, Preis-Leistung passt dann vielleicht ja auch. Ich kenne mich mit den anderen Modellen eben leider nicht aus und kann euch da nichts empfehlen. Aber ich kann euch den Tipp geben, geht mal in den Elektronikmarkt eures Vertrauens und probiert einfach mal aus. Ich habe damals bei uns in Köln den halben Elektronikmarkt gesaugt. Die haben sogar noch ein bisschen Dreck für mich verteilt, weil es alles so sauber war und ich konnte gar nicht sehen, hat er jetzt gesaugt oder nicht. Das nur so als kleiner Tipp nebenbei. Also allgemein der Akkustaubsauger, der hat bei mir wirklich die Routine und den Haushalt total revolutioniert und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Ja, und das waren sie dann auch schon, meine 10 kleinen Tipps und Tricks rund um den Haushalt, damit euer Haus oder eure Wohnung auf Dauer sauber und aufgeräumt bleibt. Also immer mal so ein paar Sekunden hier und da, damit man nicht jederzeit ständig so viel putzen muss. Und das in Kombination mit so einem Putzplan, den man täglich durchführt und wenn es nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde sind. Und ja, wie ich in meinem anderen Video sagte, jederzeit kann auch spontan Besuch vorbeikommen. So, jetzt rede ich nicht länger. Ich lasse euch mal eure Wohnung putzen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, mein Video hat euch ein bisschen gefallen und geholfen. Ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss!